Kaminstreuer geht ab. Einsatzkräfte sind schon am Unfallort. Rechnen Sie trotzdem mit etwa 30 Minuten Verspätung. Vom Verkehr zu den Nachrichten. Danke, Lora. Unsere Themen heute: eine neue Grundeinkommenssteuer, Verschärfung der Tierschutzgesetze und das regalanische Festspiel. Doch zuerst unser Top-Thema. Vor einigen Tagen ist der Spezialeinheit der Zürcher Polizei gelungen, den Sitz eines großen Drogenkartells ausfindig zu machen und ihn zu stürmen. Der neueste Ermittlungsstand zeigt, dass sich noch einige Kriminelle auf der Flucht befinden. Der Polizeikommissar Alfred Hebenstreit jetzt bei uns im Interview. Guten Morgen, Herr Hebenstreit. Guten Morgen. Herr Hebenstreit, was raten Sie unseren Zuhörern, sollten Sie einem dieser Schwerverbrecher über den Weg laufen? Als erstes, auf keinen Fall selbst eingreifen. Viele, besonders männliche Mitglieder, sind sehr gewalttätig. Gewalt an sich spielt in diesen Gruppen eine extrem wichtige Rolle. Auch das Tattoo, das sie tragen, das Zurren-Symbol, sagt nichts anderes aus als: kommt mir nicht zu nah. Also, wie Sie es hier